Sei mal. Okay, bitte. Ja, weil das, was du sagtest gerade, das unterstützt das, wo ich ein bisschen skeptisch gerade war in Ausführungen, ob das wirklich von außen kommt, ne, das so, oder ob das eben dieses eigene, ne, dieses Monster, dieses Empfinden der eigenen Potenzial, der ungelebten, diese Monsterhaftigkeit dahinter. In der Psychologie ist das ja so ganz, ne, gang und gäbe, C.G. Jung, Freud, dass dann gelernt wird, die eigenen Anteile anzunehmen. Und in einer Traumanalyse ist das zum Beispiel ein böser Wolf oder so, ne, der immer abgelehnt wurde. Und dann auf einmal habe ich das angenommen und führe diesen Wolf oder reite diesen Wolf. Und ob das wirklich jetzt fremd ist oder ich nur dieses Bild so und Empfinden habe, weil es mir so fremd ist, so zu sein, dass ich das abgespalten habe. Naja, weil ich mir etwas nicht anschaue, dass ich eine Party-Queen bin, ne? Ja. Oder König, ne? Und dann bilde ich ein Monster daraus. Natürlich, es gibt auch anderen, das ist ein Aspekt, ne? Also Ja. jetzt alles, was wir sagen, sind kleine Anteile und jeder kann einen Anteil davon sagen. Also jede Definition ist für mich in Ordnung. Ich rede von einem Anteil, ein Aspekt. Jeder kann von seinem Aspekt reden und seine Definition geben, denn wir lernen voneinander und alles ist ergänzend. Und wenn jemand das Gegenteil sagt, ist mir auch recht, weil zwischen zwei Pole sind immer neue Erkenntnisse möglich. Das heißt, das ist ein Aspekt, dass das ein Spiegelbild von mir ist, dass dem Monster die schlimme Besetzung eigentlich ich aufgebaut habe, irgendwie oder eingeladen habe. Auch wenn es von woanders kommt, aber es ist meine Schöpfung. Ne? Und es ist verbunden mit meiner Energie. Also es ist schon, das können schon auch Fremdenergien sein, die sich mit meiner Energie verbinden. Genau. Eben Und dann sind, deswegen wohl auch so schwer loszubekommen sind. genau, das sind dann spezielle Monster, die sagen, oh, das passt zu mir, ne? Ich hänge mich darauf, ne? Und schon auch zum Teil auf Wesensebene, ne? Das war die Mein, Frage, die zweite mit dem ja. Bewusstsein. Hat das dann diese Fremdenergie, also ist das wie so ein Energiestrom? Das sehe ich nämlich einerseits, ich sehe das, aber wie so Geschichten ist das oft wie ein Wesen mit einer eigenen Bewusstheit. Ja, Paar aber ja, aber Verstorbene. das hat ich oder ein Teil von mir hat das mit aufgebaut. Das habe ich Ja. verstanden, ja. Ja, es kann Also es, die natürlich. schwingen ähnlich. Diese Energien Ja. schwingen ähnlich, deswegen können sie sich ja auch miteinander verbinden. Eben, man kann sagen, es ist eine fremde Energie, die mich dann besitzt, oder ein fremdes Wesen. Aber es ist das Gleiche. Irgendwie habe ich es erschafft. Ne? So ganz klar ist es noch nicht, aber. Ricky fragt eben die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Besessenheit und Besetzung? Ich glaube nicht. Naja, Was so wie ich glaubst das du? verstehe, also Besessenheit ist ein bisschen lockerer. Es ist wie eine Besessenheit. Aber man kommt immer noch zwischendurch auf den Boden. Ne? Also so eine Manie, die Ja, man und im Besetzung Allgemeinen. ist da ganz schwierig, sich selbst zu helfen. Da ist nur in diese Fälle, deswegen der Heiler, ich sehe den Heiler nicht in der Arbeit als Heiler, weil es gibt nichts zu heilen. Aber ich sehe den Heiler, den Schamane, den Priester, für da, wo wir auf jeden Fall sehr schweren Zugang haben, weil sich selbst eine Besetzung wegzumachen, ist nicht so einfach. Und deswegen in jeder Schule, in jedem Betrieb, in jedem Dorf ist irgendwie die Person, die dann das dann einfach auch machen kann. Und ich habe das tausendfach gemacht. Und plötzlich ist die Person entspannt. Oh, die spürt das wie etwas. Und bekommt immer dieses Gefühl der Freiheit der Entscheidungen. Ne? Ah, jetzt kann ich was Neues machen. Dieser Gedanke, diese Energie, diese Sache ist einfach weg. Dann bin ich besessen. So wie du das jetzt beschreibst, ja.
Ja. Habe ich ein echtes Problem, ja. Ja, und das ist ganz oft, wie gesagt, das merken wir nicht, ne? Nur das Problem war immer, wo ich das früher 10, 20 pro Tag oder so oder mehr gemacht habe, weil das geht ganz einfach, dass 2 Wochen später wieder eine neue da war. Ja, weil das Zimmer immer noch nicht bewohnt wird. Genau. Ja, genau. Weil das Zimmer wurde nicht geputzt, nicht gereinigt, nicht belichtet und nicht genossen, ne? Mit vielleicht eine andere. Und deswegen arbeite ich immer auf dieser Ebene. Erstmal das Zimmer zeigen, dass das Zimmer gefüllt wird, geputzt wird und was du in dein Zimmer machen willst. Wenn du dein Zimmer für Tanzparty ist, dann fängst du schon, diese Tanzparty zu organisieren. Übst du schon, lädst du schon ein, gehst du schon auf Tanzparty, also bereitest du dein Zimmer vor, damit es ohne diesen Vorschuss mache ich dann, komme ich nicht mehr auf die Idee, eine Besetzung wegzumachen. Und natürlich, wir machen die Besetzung nicht, sondern sind die Energien, mit denen wir verbunden sind, die eigentlich nie das machen würden, wenn wir nicht drum bitten. Ja. Und ich würde ab und zu schon schauen in meinen Körper, in meinem Haus, in meine Firma oder Familie, wo dunkle Stellen sind. Immer wenn ich Anfängerkurse gebe, sage ich, ja, fühl mal. Ja, ich kann nicht. Ja, jetzt mach eine Erfahrung, fühl mal, ob irgendwo in deiner Wohnung irgendwo eine dunkle Stelle. Und dann entweder dauert noch ein bisschen oder die legen sofort los und die erzählen dann alles. Ne? Und das heißt, die Einladung zu fühlen im eigenen Körper, wo dunkle Stellen sind. Vielleicht mit diesen Stellen zu spielen ein bisschen. So wie in einem Ball umzudrehen. Ein bisschen Scherz zu machen. Was machst du da? Was versteckst du? Bist du bereit, jetzt dich zu verändern? Wollen wir noch ein bisschen warten? Wird ein körperliches Problem daraus entstehen? Die meisten Besetzungen sind Organerkrankungen. Also die schlagen sich auf die Organe. Und die haben immer Konsequenzen. Nur die sind so subtil, dass wir das merken, weil wir immer denken, die Welt ist eine Scheibe. Ne? Die Welt ist eine Scheibe. Und wenn der Kollege oder Partnerin oder Familienangehörige sagt, das wird gestritten, aber aus diesem Streit kommt man nicht raus, weil für mich ist die Welt eine Scheibe. Ne? Und womöglich ist für dich eine Kugel. Ich glaube, du bist besessen oder ich. Oder für mich nein. Ja, was vielleicht eher ein bisschen, Eine Rolle Kartoffel. eine Kartoffel, ja. Und deswegen dieses Thema entdramatisieren, aber auf jeden Fall wöchentlich. Schauen. Wir werden das mit Ronald vielleicht entwickeln. Wir entwickeln jetzt The Master of Intuition, European Master of Intuition, wo europäische Referenten, das werden wir ein Jahr brauchen, um das zu entwickeln, weil wir werden die Themen richtig ausarbeiten. Was meine Aufgabe ist, Ronald zum Beispiel kam, er könnte gut Wesenshygiene unterrichten. Also Wesenshygiene, wie ich mich täglich beim Duschen innen und außen dusche. Ne? Für alle negative Gedanken, die ich heute gehabt habe, bitte ich von ganzem Herzen um Verzeihung. Oder für alles, was ich heute sagen werde, bitte ich im Ach, Voraus. ui.
Das war jetzt ernsthaft? Nein. Danke. Ich muss noch mal nachfragen. Ja, aber man kann sich so, ich wünsche die optimale Schwingung ja, für den Tag, ne? Ja. Für ja, die Menschen, die ich treffen werde. Also, göttliche Führung, ne? Ja, göttliche Führung. Es ist eine Programmierung praktisch. Und dann, wenn man nicht ein unbewusster Wunsch da wäre, heute will ich mich streiten, das wird mit dieser Wesenshygiene Sätze wird dann vorgebeugt. Ne? Klappt nicht immer. Ja. Ja. Ich habe im Moment ein Problem damit, ja, dass ich nicht, dass ich im Freunden, wirklich langjährigen Freunden gegenüber ungeduldig und auch unbewusst bin. Und die sind so schockiert, dass ich nicht immer so, dass ich nicht so bin wie sonst immer in den letzten 20 Jahren. So. Ich kann nichts dafür, ne? Nee, ist schon klar. Die kommen nicht damit klar, was heißt schon dass klar? Ich jetzt auch ja, mal Jit wollte ein was Lob. Ja. Du, natürlich ist du keiner schuld. Es gibt ja auch gar keine Schuld. Wie kann denn einer welche haben, wenn es keine gibt? Okay, ja. Gut, sorry. Weiter. Sorry? For what? Alles ist gut. Ja, was ist mit diesen Freunden? Ja, die sind. Ich bin im Moment, sage ich manchmal so Sachen, die nicht so lieb klingen, obwohl sie ganz lieb gemeint sind. Dass ich zum Beispiel sage, nö, das will ich nicht. Oh, was? Das traust du so dir zu sagen? Sowas traue ich mich zu das sagen. Das ist ja schlimm. Das ist für die ganz schrecklich. Die sind so irritiert, dass die dann auch nicht mal mehr Frage stellen. Das ist mir jetzt bei 3 verschiedenen Menschen passiert, die mir im Nachhinein zurückgemeldet haben, wie irritiert sie von mir sind, von meiner Art im Moment, dass ich nicht immer so säuselig bin, so wie säuselig sonst bin. Das ist so. Das heißt, du ziehst, alle hauen. Du ziehst ja keine Besetzungen an. Muss ich auch mal sagen. Du erlaubst keine Besetzungen mehr. Hm. Bewohnst deinen ja. Körper mehr. Der darfst du das? Ja. Hm? Darfst du das? Ich, ja, selbstverständlich, ich habe mir das erlaubt. Ich habe mir das gestattet von ganzem Herzen. Überleg dir das gut. Ja, da kommt nämlich dann der Verstand ins Spiel und das Ego, ganz genau. Ja. Weil ich dann im Moment auch mit jedem so konfrontiert bin. Eben, das ist das Problem. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Genau. Und das ist der Preis, das musst du dann immer machen. Am besten sagst du immer, bevor jemand, wenn jemand anruft, erstmal sage ich dir nein. Jetzt darfst du sagen, was du willst. Okay. Ja. Es ist für mich ganz schwierig, mich an mir zu zweifeln im Moment. Ah ja, hier. Fragen. Ja, schön. Ja, wir also, haben Fragen, ist das nicht schön? Rick. Also, danke, Ricky. Schön. Also, man kann hier auch, wenn jemand direkt anrufen möchte oder über Skype, kann ich auch noch jemanden verbinden. Ist ein Unterschied in der Wahrnehmung zwischen zwei Hälften des Körpers. Links fühlt sich anders als die rechte Seite. Ist in meiner Wahrnehmung heller. Heller. Ja, klar, die rechte, die sind nie zeitgleich. Meistens rechte Seite ist die männliche, linke ist die weibliche, generell, aber es sind einfach auch ganz andere Sachen gespeichert. Und wenn es auffällig ist, das hat natürlich mit Gleichgewicht zu tun, mit Kreislauf, mit dem Erdmagnetfeld. Es kann einfach auch, es ist schön wichtig, diese Unterschiede festzustellen und das dann einfach auch abzufragen, wo ich gesagt habe, dass man den Körper auch zu fühlen, wo dunkle Stellen sind. Ne? Das korreliert auch mit der Erfahrung, die ich jetzt hatte letztens, dass da haben wir auch mit dieser Seitigkeit gearbeitet, wo fühle ich mich sicherer, in welchem Bereich. Da ging es auch darum, dass man an bestimmten, gibt es so ein paar Tests, die man machen kann, ganz simpel, mit geschlossenen Augen ein Säckchen dahin werfen, wo welche scheinbar gelandet sind. Und es gibt so Felder, die sind hell, da ist man ganz klar, man nimmt gut wahr, man kann gut agieren. Und es gibt Felder, die sind wie taub oder blind. Da hat man, ist die Wahrnehmung schlechter, das
war vielen gar nicht so bewusst, aber dann ganz leicht spürbar. Und das sind die Bereiche, die so wie blind sind, taub, dunkel, in denen früher wie Attacken geschehen sind oder wo man irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten ist, ne, vom, ne, wie Schreck, Schock oder irgendwas als Kind, ja, Überfälle oder ein bisschen zu Traumata, die irgendwie von dieser Seite kamen. Die sind dann im Nachhinein dort wie entweder ausgeblendet oder man ist da besonders unruhig so. Und das spricht jetzt auch für das so ein bisschen mit, wie bitte? Ich spüre es heute noch ganz aktuell. Meine Mutter hat immer hinten geschlagen. Ja. Da bin ich heute noch total blockiert. Ja, und da wartet viel, ne? Der will ja viel angeschaut werden. Und dass man in diesen Bereichen eben, ne, wo Trauma geschehen ist, wie weg ist, weil man ist ja nicht so, dass man zur Welt kam und man hat diesen Raum einfach noch nicht kennengelernt, der da leer ist und offen für Besetzung ist, sondern aus vielen ist man wie rauskatapultiert durch den Schreck worden, ne, weg da, also ist meine Theorie gerade. Aber, also das Zusammenhang zwischen Trauma und Besetzung auch, ne, traumatische Ereignisse, auch Depression, in Zusammenhang mit Besessenheit, Besetzung, einfach auch zu sehen ist. Und dass das tatsächlich in bestimmten Feldern, nochmal auf die Frage zurückzukommen, ne, einfach klarer ist. Mhm. Ne? Mhm. Super erklärt, finde ich das jetzt. Schön, ja. Das hatte ich vorher noch nicht so deutlich gesehen. Danke. Mhm. Da kann man gut reingehen. Das war jetzt für Ricky. Mhm. Ja. Ricky, ist es angekommen? Sonst gerne weiter fragen. Ne? Na, vor allem, was ganz wichtig ist, ja, was ganz wichtig ist, wenn wir zum Beispiel Kollegen haben, ne? Wir sind in einem Betrieb und jemand hat eine Reihe von Besetzungen. Hm. Da kann man nichts machen, kann man nicht reden, ne? Kann man nicht kommunizieren. Das heißt, man muss einfach auch zurückhaltend irgendeine Kommunikation unter der Tür schmeißen, also unauffällig, unsichtbar und sich einfach auch zurückhalten, weil das geht nicht anders. Also man kann jetzt nicht mit einem Streit da etwas verändern, meistens nicht. Ne? Oder mit guten Reden, mit Überzeugung, das klappt nicht. Ne? Da sind einfach Energien, wo am besten man zwar kommuniziert, aber mit Abstand. Ne? Oder eben fragt man jemand von uns und dann können wir da auch helfen. Fragt Andrea und Andrea fängt an. Irgendwas, ja, meine Behandlungen sind meistens sehr grob. Es gibt keine Tür, die ich nicht aufkriege. Also ich mache das immer mit einem großen Abstand, ne? Weil es sind nicht wir, die das machen. Also keine Einmischung, sonst kriegen wir das Monsterchen ab. Nicht zu viel Neugier, was es ist, woher das kommt. Nur das Notwendige, energetische Reinigung und dann gleich auf die Aktivierung der Kraft, der Partylaune, die dahinter versteckt ist. Bevor so ein Raum wieder belebt wird, wenn zum Beispiel, was du machst, die Kompetenzen erkennen, ja, oder eine Krankheit zu schauen, was ist die Kehrseite, was will ich eigentlich gerade, also was kann ich fördern, wie kann ich diesen Raum beleben? Was ich jetzt erfahren habe immer in den Runden, war ja, dass wir dann, wie du sagst, direkt, wir haben das wie dekodiert, die Sprache der Krankheit übersetzt in die Sprache der Kompetenz. Und die dann gleich gefördert in Erfahrung, wie du sagst, das muss sofort geschehen. Mhm. Was wir dann nie gemacht haben, ist, war das jetzt immer Zufall oder muss man das nicht machen, diese scheinbare Fremdenergie, die ja laut Theorie jetzt immer dann auch eventuell mit da ist, haben wir nie irgendwie beseitigt. Heißt das, es reicht, wenn ich einfach nur das Positive nähre? Oder was ist jetzt damit? Nee, die Energien müssen ganz klar dann, wenn der Wille da ist zur Schöpferkraft, wenn du dein Zimmer renovieren willst, dann werden diese Energien ganz klar entfernt werden. Und das kriegt man selber nicht machen. Ja, das haben wir irgendwie so selten. Okay, ja. Wenn wir Kompetenzförderung machen, war das nur Kompetenzförderung?
Also manche Sachen werden nicht angenommen. Wir sollten schon spüren, wo dann Besetzungen sind und diese Energien aufheben. Sonst werden die Leute diese Kompetenzen nie anwenden. Die werden das auch wenig verstehen. Also das sind Sachen, die sich entwickeln dann auch mit dem Wirken. Wenn man täglich daran arbeitet und das anbietet, dann kommen diese Sachen, dann kann man das abfragen, wie machst du es, wie machst du es. Ich habe, wie gesagt, viel Erfahrung, kann ich einfach auch sagen, was da einfach auch am besten ist. Ne? Eben, Aber das das spiegelt sich beantwortet die Frage ordentlich. von Ricky, wie kann dann diese dunklen Stellen bearbeiten? Entweder eben diese dunklen Stellen, entweder sind, ich würde mit diesen dunklen Stellen reden, sind das Energien, die gereinigt werden können, die aufgehoben werden können. Wenn das aber feste, dichte, stabilen sind, dann würde ich eben ein Geistheiler sozusagen oder jemand von uns. Das war heute, was wir entwickelt haben, dass jeder ein kosmopolitischer Priester oder Geistheiler oder Schamane, das heißt, das, was wir machen mit dem Umgang mit diesen Energien, das IFI, das Institut für Intuitive Intelligenz anbietet, ist für alle Kulturen, für alle Religionen, für alle Planeten, ist über, ich sage nicht übergeordnet als, als Ego-Sache, sondern ist die reine Form, weil das kommt einfach von innen und ist nicht kulturell gebunden an Peru oder Afrika, Voodoo oder Buddha oder Jesus oder so. Es ist einfach, das bist du und du bist ein Teil des Ganzen und deswegen die Empfehlung in diese Sache nicht mehr in diese Arbeit sich ein bisschen abzugrenzen von gelerntes Wissen, weitergegebenes Wissen im Sinne der Religionen, wo Organisationen da sind, die dann doch Interesse haben, dass die Menschen besetzt bleiben oder ja. Das heißt, würde ich das so neutral wie möglich machen und mich abhängen von, ne? Dann bin ich nicht in dieser Arbeit Priester oder Schamane. Ich würde das Wort Schamane ist auch ein bisschen kulturell. Es war das der freieste, ne? Aber ist schon kulturell bestimmt, dass er bestimmte Gesetze folgen soll und so weiter. Ne? Kann man Also sagen, da, dass man ja. vielleicht die universellen Energien handhabt, also seine Art Dirigent der universalen Energie ist? Ja. Das ist, Ja, die Frage, wer ist wir und uns? Ja, dadurch, dass ich folge immer die Natur, das heißt, ich mache mir nicht Gedanken über ein System, sondern fange ich gleich an, damit zu arbeiten und dann oft in Gruppen und dann haben wir Erkenntnisse. Und aus diesen Erkenntnissen in der letzten, schon vor 20 Jahren, ist das IFI, Europäische Institut für Intuitive Intelligenz. Das kann man auf jit.de sehen. Und es ist so wie ein Tempel, das heißt, alle Erkenntnisse, die ich habe, werden der Andrea weitergegeben. Alle Erkenntnisse, die Andrea bekommt, werden der Marie weitergegeben. Alles, was sich jetzt in Zürich entwickelt, wird zeitgleich auch in Italien. Also es sind unterschiedliche Institute mit nur einer Person und ein 10 Jahre alter Laptop oder eine ganze Gruppe von Wissenschaftlern oder eine Uni. Also überall können sich Institute bilden. Institut für intuitive Intelligenz, Europäisches Institut. Jetzt im Moment machen wir das nur in Europa. Und Rigi fragt, wer ist Jeet? Sie. Er ist aus dem Schneider. Nein, 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 nein. So nicht. Also, ich bin Jeet, das heißt, Sieg durch Hingabe bedeutet mein Name. Und
Die Frage war oft auch von Marie, wie wichtig ist Jeet? Oder? Meinst du deinen Einfluss oder den Namen, die Bezeichnung? Naja, als ich Jeet TV gemacht habe, kam schon die Frage, man sollte das Bewusstsein nennen oder irgend so ein. Losgelöst vom Namen, ja. Bloß nicht, dass ich das mache. Ne? Und dann kam ganz klar, nee, ein Depp muss es immer geben, ne? Der die Arbeit macht. Ne? Und ich liebe die Deppen und die Deppen sollen sich mit Name und Vorname sagen. Ich bin derjenige, der alles koordiniert, der Impulse gibt, der zusammenbringt. Und wenn es dann zwei sind, wir, und wenn es zehn sind und so weiter. Ne? Und deswegen, diese Individualität ist für mich ganz wichtig. Ich kann, der Mond ist wunderbar, ich kann es nicht nur ein Planet nennen, sondern der Mond hat eine Aufgabe, also sich wichtig machen im Sinne der eigenen Schöpferkraft. Wer sich nicht wichtig macht und sagt, hier, das habe ich zu geben, das kann ich gut, wer will meine Melone kaufen, die sind gut angebaut, frisch und so. Also sich anpreisen, wer sich nicht anpreist und falsch bescheiden ist, das ist Ego. Deswegen habe ich angefangen, TV zu machen, besinge dich, freue dich, dass es dich gibt. Das, was du hast von Natur aus, sag es, dass du toll bist, dass du der Einzige bist, dass du das wunderbar tust, mit Liebe tust. Denn wir machen das nur andersrum. Ich bin Lehrer, ich habe es da studiert, gehört zwar mir nicht, aber also dafür geben wir an, aber wir sollten wirklich stolz sein und das hinausschreien, ich lebe mein Leben. Und ich bin Meister meiner selbst. Und ich lebe diese innere Meisterschaft. Und ich gebe es laut, sage es jedem, der das empfängt. Und wenn du das empfängst, bin ich der glücklichste Mensch auf dieser Erde, weil du es empfangen hast. Sonst würde ich jetzt gehen. Was? Und dann gibt es auch keinen Platz für Besetzung. Genau. Genau. Da besetzt mich keine Bescheidenheit. Ich muss noch lauter werden. Ja, weil das putzt alles. Ne? Ich lebe dann gefährlich, weil wenn ich dann ein bisschen falsch angebe, das merkt jeder. Und dann wird man angeschossen. Ne? Aber dann wird das korrigiert, wieder, aha, ich war nicht so ganz im Herzen. Okay, und so lernt man, ne? Schön. Wow, ist schon eine Stunde. Nee, wir haben halb. Das kann nicht sein. Nein, wir haben um halb angefangen. Genau, ja. Ich hatte ja noch ein Webinar und deswegen haben wir das ja heute etwas verlegt nach hinten. Da ging es um die Intelligenz der Zelle. Auch sehr spannend. Okay, ja. Besetzung, Besessenheit, gibt es weitere Fragen? Impulse? Natürlich, das betrifft dann natürlich auch Häuser, Städte, Länder, Natur. Was glaubt ihr, was in der Ukraine jetzt geschieht? Ne? Was an Monster sich da sammeln? Ne? Und das kann Planeten. Lange dauern. Ne? Planeten? Erde? Nee, Planeten nicht. Nee, weil du sagst, es können Häuser, es können Regionen, also bei dieses weite Feld energetischer Muster, ob das auch Planeten, also ob auch. Nein, der Mensch, glaube ich, hat nicht die Möglichkeit, jetzt einen Planet zu beeinflussen. Nein, nicht der Mensch. Nee. Ob der Planet besetzt. Nee, die Natur ist nie besetzt. Also Besetzungen sind aus der menschlichen Sicht. Ich bin auch Natur. Ja. Das bringt mich nicht durcheinander. Naja, ja. Nee, doch, ich frage bewusst. Naja. Ach genau, bring ihn mal fertig durcheinander. Das ist immer gut. Na, die Natur, du bist auch nicht besetzt, sondern dein
dein System des freien Wille, das heißt, was du glaubst, oft zu sein. Natürlich, deine Natur ist immer erleuchtet, so wie jede Ratte und jeder Baum immer erleuchtet ist. Aber wir haben diese Möglichkeit zu entscheiden, dass das ein Teil von uns, der erkennen und erschaffen und wachsen kann, der ist dann besetzt. Und das heißt, dann kann ich, aber mein innerer Teil, mein Wesen, der ist immer rein. Ja, Ja, Entschuldigung. genau. Nee, doch, aber wie die Oberfläche meiner Haut, wie Teile meines Wesens Das kenne ich. von solchen Energien oder blockadenhaften Energien besetzt sein können, warum kann das nicht auch die Oberfläche der Natur sein? Ja, Besetzung wird von Menschen erschaffen. Das wollte ich nämlich gerade darauf zurück. Als ich jugendlich war, hatte ich meine große pubertäre Krise damit, dass ich dachte, der Mensch selbst ist, ne, wie so eine Art, das kennt man ja als Krankheit, aber selbst wie so eine Art, wenn man es jetzt rein energetisch sieht, in dem, was ich damals wahrnahm, empfand diese Zerstörungswelle oder Wut, wie so eine Besetzung dieses Planeten. Ja. Ne? Ja. Parasitär. Ja, wie dieser Was? So habe Witz. ich das, so empfinde ich das heute noch. Was wie? Ja. Aber Ich nicht, wenn man in empfinde das den heute noch, dass Kern. der Mensch parasitär ist. Parasitär, ja. Ja, ne? Naja, der Mensch ist eine Möglichkeit. Manche erwachen, manche schlafen. Dann macht man Bettentausch. Ne? Da gibt es doch diesen Witz mit dem, wie war denn der mit dem Planeten? Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, oh, mir geht's so schlecht, ich bin so krank. Dann, was hast du denn? Ach, ich habe Homo sapiens. Ach, nicht so schlimm, irgendwie vergehen wieder von alleine oder irgendwie Die sowas. töten, die bringen sich selber um oder so Ja, irgendwie ähnlich. so, ne? Ja, genau so. Ja, aber eben, ich denke, dass der Mensch ist ein Experiment für, wo dadurch, dass wir diesen freien Wille haben, haben wir neue Möglichkeiten, neue Dimensionen zu erschaffen. Ne? Was ich glaube, dass und deswegen ist ein Experiment. Weil alles perfekt, immer wie in der Natur, alles super organisiert, kann auch langweilig sein. Das höre ich öfter, das finde ich überhaupt nicht. Ist das nicht eine Ansichtssache? Kann man darüber nicht diskutieren? Ja, ich wollte nur den Mensch. Für mich wichtig ist, dass wir können, aber wir müssen nicht. Ne? Genau, wir haben die Wahl. Wir Aber dürfen ich uns würde frei nicht sagen, entscheiden. dass wir Parasiten sind oder dass wir nur Besetzer sind. Sondern wir können und wir tun das oft. Ne? Und, aber diese Freiheit, das haben nur wir. Also ein aufgestiegener Meister hat diese Freiheit nicht. Ein Engel hat diese Freiheit nicht. Glaube ich. Ganz logisch. Das sind jetzt Spekulationen, viele, oder? Spekulieren wir gerade? Beides. Einmal, dass wir es können, dass wir diese freie Entscheidung haben, ja. Und das andere ist, glaube ich, ein gutes Stück Spekulation. Wir tauschen uns aus. Ja. Wie Heißt spek doch, ne, Austausch von Wahrheiten, heißt doch Satsang, Ja, ne? was ist deine Spekulation? Naja, die fühlt sich tatsächlich mal so an, aber kommt auf den darauf an, wo ich mich hinwende. Wie du sagst, richte ich mich jetzt auf das Wesen, die tiefste Wesenheit, die Seele des Gegenstandes, ne, zum Beispiel des Menschen, der Tiere oder des Planeten, sieht das ja ganz anders aus, als wenn ich mir diese Ausuferungen anschaue, diese Auswirkungen des, was ist das eigentlich? Was? Diese. Wenn wir unterscheiden zwischen dieser Wesenheit, dem hellsten, ne, diesem Kern, dem göttlichen Funken, die Seele, was auch immer mit dem Auftrag, die Seele des Planeten, ja, und dann diese Sachen, die aber so drumherum, die drüber liegen. Ja, dieses Problem hab ich immer noch oft, dass ich für mich diese dunklen Sachen dann oft gar nicht existent sind. Ich schaue und kommuniziere zwischen Menschen zum Beispiel immer mit dieser Seele und bin voll, und ich sehe das andere drumherum nicht und bin dann da auch nicht geschützt oder so. Ja, ich denke, ja, das Dunkle, was sich da baut, ist ein Lernfeld für uns. Ist das, ich sehe es gerade als Spannungsfeld.
Ja, also ist das Spielfeld für den Menschen, ne? Ja, Ich kann das zwischen Dunkle innen sehen, und ich kann außen. das. Aber dieses dunkle Feld ist das, was uns die Möglichkeit gibt, neue Erkenntnisse, also neue Toren und Türen zu öffnen, ne? Ja, was ist Dunkelheit? Die Abwesenheit von Licht. Das hat mich jetzt durch die letzten paar Wochen begleitet irgendwie. Das finde ich schon spannend. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass es erst die Dunkelheit gegeben hat, die zwar definiert wurde über das Licht, aber das Licht wurde ja in die Dunkelheit gebracht. Deswegen ist Dunkelheit die Abwesenheit von Licht. Das wäre jetzt die logische Schlussfolgerung daraus. Es ist wie Mann und Frau, ne? Oder wie Huhn und Ei, ne? Na, ich denke, Jetzt zu groß. ja, gäbe es nur Licht, das würde man dann nicht benennen, das Licht, ne? Ja, wir sind in der Polarität, ne? Das eine nicht ohne das andere. Aber grundsätzlich, für mich war ein schönes Beispiel, wir schauen immer uns die Planeten an. Das Männliche. Aber wir schauen uns nie Diesen großen das, Schoßraum. was der Schoßraum, was dazwischen ist. Und wer forscht dann, was zwischen Mond und Sonne ist? Wie? Wow, was ist dazwischen? Ja. Ist nix. Ja, ist nix. Ja, ne? Ist das Leben, Eben, ne? das ist, man verpasst den großen Mutterschoß. Ne? Genau. Und das Mutterschoß ist die Dunkelheit. Ja. Und das wollte ich gerade fragen, zum Beispiel, was ist diese Intention? Ja, man kann jetzt gucken, wo kommen die her, bla bla, aber vielleicht reicht die Frage, was ist diese Intention dieser, ne, wenn man sagt Energien, Fremdenergien oder Wesenheiten, wie auch immer, die dann den eigenen Raum besetzen? Ich glaube, das ist, um genau den Unterschied zwischen Dunkelheit und Licht zu klären. Wir sind im Licht, wenn wir selber entscheiden und in unserer Macht stehen, in unserer Kraft stehen. Tun wir das nicht, wird uns der Gegenpol deutlich gemacht. Das hieße ja, sie dienen uns und sind selbst geschaffen zum Ja, Wachsen. so würde ich das Aha. sagen. Ja. Also für mich ist das beste Beispiel immer die Glühbirne. Es gibt das Licht, ist das Positive, das Dunkle ist das Negative, aber die Energie, wenn ich das Licht anmache, ist die Zusammenfassung, die Zusammenschließen von Plus und Minus. Ja. Ne? Ja. Und das heißt, das Positive, das Negative, das Lichtvolle, das Dunkle erzeugen Energie. Unbewusstsein. Boah, bin ich schlau. Das Licht anmachen. Jetzt der Zusammenhang dann mit Erleuchtung. Ja, wenn die Dualität überwunden ist, dann sieht man nur die Birne. Hast du mich gehauen gerade, Nee, das ist Liebe. David? Das war komprimierte Energie. Komprimierte Liebe, ne? Genau. Aus dem Mutterschoß. Oho. Ja, wer hat denn noch Fragen hier? Schreibt mal eure Fragen bitte. Wie gesagt, wir haben andere Sendungen, ernstere Sendungen über dieses Thema, die einfach schön sind. Ich glaube, wir haben auch eine Konferenz, auch mit Ronald Roth. Und braucht man nur Besetzung und Jeet in Google zu geben oder so, da sammelt sich alles. Ne? Besetzt. Na, egal, was für ein Thema man gibt. Ne? Mit 8000 Produktionen. Boah, Unglaublich. heute bin ich ganz rein. Ne? Nix Ego. Hast Ich du habe dein kein Ego Seelenkleid an? mehr. Was sollte das heißen? Ja, super. Das ist gut.
Ihr beide nebeneinander seht wunderbar aus. Ihr seid also für Licht und Dunkelheit stellvertretend farbig gekleidet. Ich beziehungsweise nicht farbig. Ich bin das Licht und du bist die Dunkelheit. Ja, ich bin der Kosmos, ich bin das ganze Universum. Du verkörperst alles, was es gibt. Ja. Und wie den Rest. Ja, jetzt verpasst. Also, was? Hat er nicht gehört, du komisch. Da musst du dir die Wiederholung das angucken, Dieter. Mal, da gibt es so eine geile Webliothek. Ja. Ja, aber schwarz und weiß, das passt wirklich sehr schön heute zum Thema Licht und Dunkelheit. Ja, ich bin das Licht. Sag mal, habt ihr Lust, mal, oder frage ich dich jetzt mal, in dem Beispiel zu gehen, weil ich da ganz konkret, dass das Thema jetzt viel... Ja, das ist gut, ja. Ja, eben, wenn jemand, Ricky, wenn du mehr wissen möchtest, über, können wir gerne schauen, ne? Ob etwas bei dir ist, dass wir eine Erfahrung machen, klar. Es ist eigentlich immer, im Studio. Immer Sinn der Sache, dass wir immer eine Erfahrung machen, ne? Mhm. Ja, wie schlau ist sie geworden? Bin ich damit gemeint? Ja, ich denke immer, ich bin eine Frau. Vor allem geworden. Wer denn? Ich, du oder du? Alle. Alle. Wir sind doch alle eins. Ja. Und sie ist die wahrscheinlich Dunkelheit. Die Dunkelheit. Ah, die Dunkelheit. Oh, ja. Ich erzähle mal das Beispiel. Warum? Ruhig mal? Ja? Okay. Nur den Ort. Und zwar, das passt nämlich gut, die Gebärmutter. Ja? Soll ich die Geschichte drumherum irgendwie erzählen, anreißen? Du bist eine Erfahrung wie die Arbeit mit einer Besetzung, oder? Ja, ja. Ja, genau. Also, genau. Und ich, das ist so der Ort. Was? Gebärmutter. Ja, du willst ein Beispiel erzählen. Ja, ich hatte jetzt gerade das Gefühl, jetzt nicht eine ganze komplette Story vielleicht zu erzählen, sondern jetzt nur einen Ort und direkt vielleicht reinzuspüren, zu gucken oder so. Aber das ist jetzt... Allgemein? Gebärmutter? Nee, bei mir. Also, ich bei dir, okay. Gerne ja, klar. Draus machen. Okay. Ja, in meine können wir nicht mehr reingucken, die liegt irgendwo im Müll. Was? Was? Ich sage, in meine können wir nicht mehr reingucken. Oh! Meine Güte, warte mal hier. Puff. Lieber in deine. Ich bin auch sterilisiert. Aber das kann man wieder. Okay, deine Gebärmutter. Also ich war in Mexiko gewesen. Und aufgrund von Besetzung und Besessenheit? Ja, oder? Das okay, war gut. Heftig gewesen. Ja. Und ich habe immer noch Beschwerden und so weiter. Und ja, und das war sehr stark. Ne? Und für mich hat es sich angefühlt wie Besetzung. Und andere sagen, nee, du lebst doch nicht dein Potenzial. Das ist so ein bisschen dieser Zwiespalt, den ich nie verstanden habe. Der aber heute Sinn macht, wenn ihr sagt, aufgrund dessen habe ich da eingeladen. Das war so heftig. Dass es fast wie mein Atem gestockt hat. Also es kam Energie rein, habe ich richtig schwarz gesehen. Und das ist, ich habe da um Leben und Tod gekämpft. Tagelang, nächtelang. Ne, so, ganz alleine. Und war sehr heftig, damals in Mexiko, 2012. Jo, und so ganz körperlich ist es immer noch nicht weg, die Symptome. Ja, das steckt vor allem, ging vor allem hier Gebärmutter, Weiblichkeit. Das hat richtig angegriffen, Gebärmutter und Eierstöcke. War fett entzündet monatelang. Ja, und. Ja. Das war sehr ungewöhnlich. Ich bin nie zur Schulmedizin gegangen, weil ich diese Erfahrung hatte und das deshalb nie so dahin gehen wollte mit diesem Thema, sondern ich wollte es so ganz anfassen, fassen lassen. Ja, genau. Ganz. Und deshalb, das ist so meine Erfahrung damit. Ja. Ich habe da Tag und Nacht gerungen, nicht zu schlafen, gar nichts, weil sobald ich da. Ja. War doll. Ja. Aber du weißt, dass du das auch selber kannst, ne? Mit Jofiel? Oder? Ja, ja. Aha. Ja, ich traue mich nicht alleine. Das war so doll, da habe ich Angst. Nee, das machst du sowieso nicht. Was? Also du kannst mit diesen Energien arbeiten, ne? Aber das... Ja, ich hatte da schon das jetzt zu erzählen und so ist für mich was wert, weil da fühlte ich mich so ausgeliefert.
Ja, und das war extrem und das tut mir jetzt in so einem Rahmen einfach Ja. wohl. Und wenn du mir das so sagst, tut mir es auch schon wohl, dass ich das alleine kann. Ja, Ja, bin ich ja. trotzdem schöner, wenn das jetzt irgendwie einen Anstoß bekommt, Ja. zumindest oder so. Eine Anregung. Dir kann nichts Schlechtes geschehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Diese Besetzungen und Besessenheiten, die können dir selber überhaupt gar nichts tun. Ja. Ja, ich habe halt Nicht von sich Entzündungen, aus. ne, so und Schmerzen. Ja. Okay, also die Information war klar. Es geht um den Kanal, ne? Das heißt, was wir heute gesehen haben, das Leben der Energie der Drache, wenn du Feuer spuckst, dann muss Luft unterkommen. Sonst geht Yeah, das genau. Feuer aus. Ja, das müssen wir jetzt mal, die Verstopfung müssen wir jetzt hier mal auf. Sehr gut, das passt zu Ja. heute. Und das heißt, wenn du das in Mexiko gemacht hättest, Feuer gespuckt, wäre nichts passiert. Ja, Aber da haben hätte wir ich gar nichts natürlich, gemacht, ja. ja, da haben wir natürlich Angst und dann ist das Feuerzeug ist kaputt gegangen. Ja. Ja. Und ja, und das Da hat steckt ein sich. karibischer Sandkrümel drin Also jetzt. das grundsätzlich. Und dann, ich würde immer das alles abfragen. Erstmal gibt es jetzt Ablagerungen, die dematerialisiert werden können. Das können wir machen. Wenn das bearbeitet ist, dann Zeigt sich das nächste. ja, dann ist es auf der Familienebene etwas zu klären. Nummer zwei. Ja, die Besetzung, das sind zwei Familienmitglieder, die da drin gespeichert sind. Die Besetzung haben diese zwei Familienmitglieder. Die haben die auch oder Die haben die? sie, auch wenn sie gegangen sind. Ja. Und das heißt, das ist da gespiegelt. Das heißt, dann machst du, nimmst du, hebst du die Besetzung dieser zwei deine Ahnen auf. Ja, und dann sind noch zwei, drei Schritte. Ja. Und diese Dematerialisierung ist der erste Schritt. Ja. Aha. Und das machen wir jetzt oder machen wir irgendwie normal? Das dauert schon 3 Stunden. Bei Und das dir kannst du dauern Sachen machen. nie 3 Stunden. Wenn ich Nee, was ich. schlecht mache, sagt Jeet immer, naja, das könnte Marie in 3 Stunden machen. Aha. Nee, ja, also ich mache die Sachen und dann setzt sich das in Bewegung. Manche Sachen dauern 3 Wochen oder so, oder Ach so. ist nur ein ankratzende Das ist bei Sache. mir auch okay. Aber das würde ich dann, ist ganz wichtig, dass man dabei bleibt bei Dematerialisation. Ja. Das habe ich selten gemacht, aber die Information kam jetzt ganz klar, dauert 3 Stunden und du musst die ganze Zeit mit dem Bewusstsein da sein. Okay. Ja. Du darfst nicht 3 Sekunden, wenn du 3 Sekunden denkst, musst du neu anfangen. Ja. Ui, Das hat das aber groß. Das nachher heißt, so ja, tief gemacht. das kann nur das kann nur ein Zen-Mönch machen oder so. Bei Dematerialisation ist wird nicht, ich glaube, das wird, weiß ich nicht, habe ich wenig Erfahrung, das wird nicht von den Meisterenergie gemacht, sondern ist etwas, was wir in Gang Ich setzen. habe das schon gemacht, sowas bei mir, mit meiner Zyste, die habe ich weggemacht. Ja, Ja, aber vielleicht das hast du aber ein die. paar Sekunden. Ja. Ja. Okay. Vielleicht Weil ich kann ist nicht der. das irgendwie besonders gut. Nee, ich glaube, das ist. Ich habe das auch vor kurzem bei meinem Schwager, der hatte hier an den Knie, kam die Information, das kommt sofort weg. Ne? Während andere Sachen, die mit anderen Themen verbunden sind, würde ich das einfach.
in tiefer Meditation mir das vornehmen und die Dematerialisation der Ablagerungen von diesen großen Themen langsam machen. Also das war die Information, die ich bekommen habe. Ja, vielleicht können wir dann so konkret, vielleicht auch später, weiß nicht, ob das jetzt zu langweilig ist, dann nochmal nachher drüber reden. Rigi hat geschrieben: Zwillinge, einer wird nicht geboren und besetzt das andere Kind. Ach so, als Thema, Ah, als okay. Frage. Warte mal, ist das jetzt abgeschlossen? Können wir zu dem, was wir jetzt gerade noch hatten, dann nachher nochmal irgendwie konkret oder wenn noch was zu klären ist? Ja, nee, die Arbeit würde ich zuerst machen, das musst du machen. Ja. Gut. Beziehungsweise kannst du dir einen Assistent, der dich unterstützt energetisch, dann ist es einfach dabei zu bleiben. Ne? Alles klar. Aber das Dabeibleiben ist eine Absicht. Das heißt, auch wenn ich die Entscheidung treffe, dabei zu bleiben, auch wenn ich dann kurz schweife, aber mein Bewusstsein ist dabei, dann funktioniert das. Ah, auf der Ebene. Ja. Ja, das ist Kommt okay. jetzt Information, ne? Ja, super, Also das wusste danke. ich nicht. Das Danke ist schön. Ich jetzt. sage das nicht zu dir. Ja, ich kenne das. Nee, ich sage das zu mir, dass ich jetzt was gelernt habe, ne? Ja, ach schön. Oder vielleicht ist nur dafür, oder? Ach schön. Es ist machbar. Es wird machbarer. Sehr gut. Ist jetzt der richtige Augenblick, der richtige Zeitpunkt. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Vielleicht hätte das 2012 so gar nicht funktionieren können. Oder auch nur im letzten Jahr. Sondern es muss jetzt so sein. Ja, kann eben, kann sein, ne? Ja. Das denke ich immer, dass es immer zum richtigen Augenblick geschieht. Ja. Und in So wie richtiger mit dem. Augenblick fragt man, in richtiger Genau. Augenblick ist die Person, die das machen kann oder die Informationen bekommt, ja. Ja. Bist ja so weise. Leihst du mir dein Auto? Alle, du kannst alle meine Autos Aber haben. ich wollte jetzt Nein hören. Ach so, nein. Okay, ja, Zwillinge. Zwillinge, die eine wird geboren und besetzt das andere Kind, zwei Seelen in einem Kind. Das gibt es oft. Ja, Dass der, ja. innerhalb des Körpers ein nicht geborener Mitzwilling gefunden wird, ne? Ein verschlucktes Kind. Ja, das mit Zwilling und Zwillingsseelen und so, da wollten wir seit lang immer eine richtige Sendung machen, nur über das Thema oder eine ganze Konferenz, weil das ein Riesenthema, was viele Leute interessiert. Ne? Also hier kam gleich die Antwort für mich, bevor ich es vergesse, weil ich werde jünger und dann vergesse ich oft Sachen. Ne? Und dann, oh, was wollte ich sagen? Nehme ich mir das Recht, dass okay, kam sofort, eine wird nicht geboren und besetzt das andere Kind. Ich würde den Satz verändern. Die Besetzung ist die Ansicht, es so zu sehen. Weil die andere Seite ist, die natürliche Seite ist Zwillinge. Einer wird nicht geboren und tanzt und singt mit in die Seele des anderen. Und das andere teilt den Körper, teilt das Wesen und hat man doppelte Magie, doppelte Kraft, vier Beine anstatt zwei, man kann besser tanzen, zwei Herzen. Also, ich würde den Satz umdrehen und die Kehrseite sehen, weil den Satz so zu formulieren, ist schon alles gesagt. Besetzt das andere Kind, wenn das andere Kind nicht die Realität akzeptiert, dass es ein großes Fest ist. Zwei Seelen, zwei tanzende Wesen, alles stereo sehen, mehrdimensional. Also eine Kommunion, diese zwei Seelen, ich rede nie allgemein, ist ein Fest.
ist eine Orgie an Erkenntnisse, an Können, an Potenziale. Und das heißt, ich würde damit arbeiten und dieses Prozess umkehren. Und dass diese zweite Seele, die lebt, das, was die Seele bestimmt hat, zu akzeptieren. Und zwar, dass es nicht eine Besetzung ist, sondern ist eine Beseelung. Da die Information kam gleich klar. Und diese Entscheidung, dass ich nicht mehr ich bin, sondern wir sind, ist ein großes Bewusstseinssprung. Und ist eine große Chance. Natürlich ist nicht einfach, aber jeder hat seine Aufgaben, jeder hat seine. Und wenn man es bestellt hat, diese große Macht, diese große Ermächtigung, diese große Freude, dieser große Tanz, dann der Kellner kommt, muss man es annehmen und auch zahlen. Und auch Trinkgeld geben, den Kellner. Ich denke gerade noch dran, weil die Frage, wo fängt Besetzung an, wo hört sie auf? Weil, ne, was ist zum Beispiel mit nach, wenn jemand traumatisch gestorben ist und sich dann noch dranhängt, bei mir war das so, dranhängt an noch lebende, vertraute Personen oder Kinder, die gegangen sind und an der Mutter noch hängen, das habe ich oft erlebt und oder gesehen. Und ne, dass man da die Kehrseite sieht, das ist positiv bewertet einfach, das ist nicht so, oh, ich muss das jetzt weg und los und so weiter, sondern ne, das ist vielleicht auch, weil manche sagen, oh, seitdem ist mein Kind, ne, immer bei mir und unterstützt mich und hilft mir wie so eine kleine Elfe und so. Aber ja, so diese Grenze, ne, des Wortes auch, Besetzung, also es ist ja auch eine Beurteilung dahinter, da achtsamer vielleicht zu werden. Damit das zum Beispiel sowas, was ein Riesenpotenzial sein kann, nicht nee, aber das ist keine verurteilt Besetzung. Wird. Ja, nee, aber nee. Es wird jetzt ja, das besetzt ist, das andere Kind. Ja, ne? Aber das ist jetzt, habe ich gesagt. Deshalb sage ich es ja. Ja, dass diese Beurteilung und diese Bewertung, manche sagen, oh, ich bin ja besetzt und dabei sehen sie gar nicht dieses Geschenk und es ist kein also, ja. Wo fängt ja. Besetzung an, wo hört sie auf? Also da ist diese Unterscheidung ja, zwischen Moment, Gut und Böse plötzlich ja, wieder wo ich da, das Geschenk du? Nicht annehme, ne? Zum Beispiel, man kann sich die Hölle selber kreieren und den Himmel nicht annehmen. Ja. Aber ist das bei den anderen auch so? Wesenheiten? Gibt es da auch ganz klar, du bist böse, das ist eine negative Energie, weil, das weiß ich gar nicht, ich kenne mich gar nicht aus hier im ganzen Universum. Ja, das, dieses noch zu sensibilisieren, nehme ich gerade für mich raus. Steckt dahinter nicht eine Kompetenz und dieses Urteil bisschen, was durch die Medien, durch die Kirche so krass geprägt wurde. Ne, du bist hier negativ besetzt und dabei ist das vielleicht was Angenehmes, was Helfendes. Das habe ich in energetischen Arbeiten auch oft erlebt, dass ich dachte, oh, was kommt jetzt hier und oh Gott. Und wenn ich an mich traue, das anzuschauen, anzunehmen, zu merken, wow, das fördert jetzt gerade den Prozess, in dem ich stecke oder die Arbeit, die ich tue. Also im Prinzip die Unterscheidung, die Jeet gerade gemacht hat, zwischen Besetzung und Beseelung. Ja. Ich glaube, da sind Anfang und Ende erkennbar. Und das ist hier der Kopf, ne? Ja, ist das Thema, wo wir am Anfang... Ja. Wo wir am Anfang gesagt haben, wenn ich mein Haus nicht wohne und das Geschenk nicht annehme, dann fängt an, das Geschenk zu stinken und wird faul und stinkt überall. Und ich möchte das Gestank loswerden, ohne, aber solange ich mich nicht erinnere, dass es eine Blume war, dass ein schönes Gericht war, den ich nicht angenommen habe, wird der Gestank vielleicht kurz geputzt, aber nicht richtig aufgehoben. Ne? Und, aber eben, das ist die Freiheit, die wir haben. Wir können das so und so, aber jeder, der ein kleiner Schmerz hat, hat die Entscheidung getroffen, die dunkle Seite zu sehen und die andere zu übersehen. Aber das ist das Spiel des Lebens, dann leiden wir ein bisschen, dann leidet man. Seele 1 leidet, Seele 2 leidet, Seele 1 hilft nicht, Seele 2 es zu erkennen. Beide sind
verärgert oder getrennt oder und dann kommt irgendwann so, jetzt haben wir genug gelitten, jetzt machen wir eine Riesenparty, ein Riesenfest und die zwei Seelen durch das Leid bekommen ein ganz neuer, höherer Sprung, wie wenn sie nicht gelitten hätten. Und das ist das Spiel. Das gilt jetzt doch im Grunde, wenn ich auf alle meine Ahnen schaue. Das ist doch dasselbe dann. Durch all diese Fähigkeiten, die meine Ahnen eben nicht gelebt haben, haben sie mir ja diese Fähigkeit, diese großartige Fähigkeit vermacht, vererbt. Und ich habe wieder die Möglichkeit zu entscheiden, das zu leben oder wieder zu unterdrücken, so wie meine Ahnen dann. Aber wie du sagtest, das ist eine ganz, das ist, man muss es erkennen. Und ja, bewusst verändern, ne? Also eine Entscheidung treffen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, diese Energie in Bewegung zu setzen durch eine Entscheidung. Und je nachdem, in welchem Teil meines Körpers oder in welchem meiner Körper ich meine Entscheidung treffe, ich glaube, da entsteht dann auch die Beständigkeit. Ja, die Stunde ist um. Kurz die letzte Frage, noch ein Versuch. Menschen, die mehrere Persönlichkeiten haben, wie zum Beispiel Schizophrenie. An die dachte ich gerade, ne? Das in anderen Religionen ist das, was ich nämlich meinte, das fühle ich mich jetzt auch gerade nicht so verstanden. In anderen Religionen ist sowas wie Schizophrenie, wird geehrt, da wird man verehrt und bekommt zum Beispiel auch ne, Aufgaben jetzt oder Rollen des Schamanen mit zugesprochen, während man hier versucht, das alles loszuwerden und als bedrohlich empfindet, wo man sagt, man kann diese zweite Form, also diese, oder, vielleicht ist es eine Doppelbeseelung, ja, auch feiern und ehren. Aber ich glaube, die Frage ist, ob das eine Besetzung ist oder wer ist wer? Also wir sind ja beim Thema Besetzung. Und das ist jetzt die Frage, ne, zwei Seelen in einer Ja, Brust. bei Schizophrenie ist es jetzt eine Besetzung oder was weiß ich was? Nehme ich an, dass das die Ja, Frage ist. ja. Oder wer besetzt, wer ist der Besetzer und wer ist der Hausbesitzer? Ne? Schizophrenie, ich bin hier der Hausbesitzer. Raus hier, sonst rufe. Nein, ich rufe die Polizei. Ich habe Vertrag unterschrieben. Er sagt, Nein, das ich. sind meistens Besetzungen, Okay. also nicht Beseelungen, weil das ist jetzt irreführend Ja. mit den zwei Kindern, ja, mit Nee, dem nee, das war Bruder. individuell auf die Ja. Situation. Das war die Information, ne? Also ich würde diese Sachen immer individuell schauen. Man kann ein bisschen was allgemein sagen. Das heißt, wenn jemand sagt, ja, ich habe Schizophrenie, was meint ihr? Dann würde ich einfach sagen, bei dir ist es das, bei dir ist es das, oder zusammen herausholen. Und für mich ist das Schizophrenie ist ein Wort, ne, der Es nicht ist viel ein Deckel, sagt. es ist ein Deckelbegriff geworden und es ist auch zu trennen von multipler Persönlichkeit. Ne? Also das wird jetzt hier, glaube ich, auch gerade verwechselt. Ja, meistens Ja. geht es auf die Ebene der Geistwesen, ne? Ja. Also mehrere Persönlichkeiten, das heißt, man ist ein Wesen und man hat Geistwesen, haben wir gemacht, so eine Sendung. Und dann hast du Geistwesen bei dir, die ständig auf die Pelle hocken, ne? Deswegen ist wichtig auch die Geistwesen zu reinigen. Dann, wenn man die Konsequenzen trägt, dass dann Stille ist, dass man erkennt das eine, dann ist die Schizophrenie weg. Ich glaube, das ist mehr auf der Geistwesenebene. Das sind Geistwesen da, die sich streiten. Bei einer Schizophrenie glaube ich das auch, weil die sich ja in der Regel abwechseln und nichts voneinander wissen. Das ist Das. multiple Persönlichkeit. Schizophrenie ist was anderes. Ihr redet von multipler Persönlichkeit.
Schizophrenie würde zu dem Modell passen, ich bewohne mittlerweile so viele Teile in mir nicht und bin von denen abgespalten, dass sie nicht mehr nur wie einzelne Sequenzen, sondern wie ein eigener Körper, also ein eigenes Wesen sind, zwischen denen ich wechsle. Es gibt dieses und dieses und dieses. Das ist, glaube ich, eher dieses Schizophrenie mit multipler Persönlichkeit. Das kommt für mich schon fast wieder in so eine Sache mit, wie ihr das jetzt sagt, ne? Mehrere Seelen. Aber das ist bei mir wahrscheinlich so. Ich habe Persönlichkeitsstörungen, die nennen sich also Borderline-Symptomatik. Auch Deckelbegriff, ey. Ja, alles Deckelbegriffe, ja, aber es ist eben eine der sogenannten Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Und ich denke, das kommt bei mir auch durch eine Besetzung, durch eine Besessenheit. Ziemlich sicher sogar. So empfinde ich das jedenfalls. Ja. Ich kann das nicht festmachen, aber ich spüre es dann doch. Na, da spüre ich, darf ich das sagen? Bitte. Dass da, das ist jetzt so grob, ne, 7 Jahre alt, irgendwie so ein Trauma, dass da wirklich eher was war. Mhm. Und dann diese Abspaltung war, oder dieses Rausgejagtsein durch ein Trauma aus verschiedenen Bereichen. Dieses Abgespaltensein und dann vielleicht diese Fremdbeseelung, Fremdbesetzung da, ne? Ja. Ja, die haben sich gesteigert und da gibt es wahrscheinlich, also ich empfinde bei mir verschiedene Energien. Und da merke ich, dass Kreativität da dir hilft, das wieder zu beleben, zu beseelen. Künstlerisch, ne? Malerisch. Singen. Ja. Singen, malen. Ich schreibe. Singen, malen. Also sind ganz bewusst solche, die sprechen ganz andere Zentren an. Okay. Das belebt ganz anderes. Ich würde schon aktiv sein in den Aktivitäten, die wir haben, und mich ein bisschen unter Druck setzen, weil das ist die beste Reinigung. Ich weiß, dass es nicht leicht verstanden wird, aber wir haben genügend Projekte, wo man hier durchführen kann. Und das zu machen, ist für mich die schnellste und beste und effektivste Art, wo sich alles reinigt, ne? Den Satz, Arbeit befreit, ist eigentlich Learning by Doing. Es hat auch eine Funktion. In dem Moment, wo ich gebe, reinigt sich. Das heißt, wenn man nur, ich tue nur, was mir gefällt, ist für mich nicht so überzeugend. Oder ich tue nichts, ich habe die Freiheit, nichts zu tun. Ist für mich, oft sehe ich, dass sich da andere Sachen mischen. Und dass man, das war auch mit Sabine jetzt, wo sie im Kindergarten gearbeitet hat. Also dieses Druck hat sie sowas von Energie gegeben, was man Druck nennt. Es ist kein Druck, das ist einfach auch ein Action. Aber eben, vielleicht würde ich einfach sagen, dass mit dem Thema Schizophrenie und multiple Persönlichkeit, da extra mindestens eine Sendung zu machen. Das musst ihr einfach bitten, bestellen, dass wir einen Termin machen. Und ich mache gerne E-Mail schreiben oder anrufen. Ich werde jetzt ein paar Wochen weg sein in Italien, ne? Also die nächste 2 Mittwoche gucke ich noch, ob ich das aus Italien machen kann. Sonst da gucken wir noch, ne? Eben, und da wurde ich, diese Themen, die sind absolut wichtig. Ne? Schizophrenie, womit hat das zu tun? Was ist eine Persönlichkeit? Persönlichkeiten sind meistens Geistwesen, Schatten, Elementalen. Das sind Krankheiten. Persönlichkeit ist eine Krankheit. Mhm. Weil, ich habe verschiedene Persönlichkeiten, die stark sind und die eigentlich gar nichts mit mir zu tun haben, glaube ich. Ja. Also, man spricht oft Persönlichkeitsberatung. Und schon in Griechenland, Persona, die haben die Schauspieler. Persona heißt Maske. Und Persönlichkeit, die Persönlichkeit ist eine Maske, die stirbt, die unwichtig ist. Und jetzt wird die Maske therapiert. Und deswegen, wenn jemand viele schreiben, ich mache Persönlichkeitscoaching, ne, sage ich, okay, ja, das machen ganz viele, ne, ja. Zentrum für Persönlichkeitsentwicklung, ja, da entwickelt sich die Maske, ne, und nicht der Mensch. Ja, genau. Jo, ja.
Ich habe Hunger. Ach. Wie hast du das gemacht? Schön, Andrea, ich möchte es auch. Cool. Das ist schon eine Weile her, alles. Okay. Ja, ich möchte das wertschätzen. Besser Identitäten und ja, Identität, meine Doktorarbeit ist über die Identität. Ist ein, was ist Identität? Was ist Identität des deutschen Volkes? Was ist Identität eines türkischen Kindes in Deutschland? Das sind auch Themen, gerne. Also ich brauche drei, vier Initiatoren. Deswegen danke, Andrea, dass du uns diese Sendungen schenkst, weil das ist deine Initiative. Und wer Initiative nimmt, können wir gerne auch andere machen. Ist noch etwas? Ein Küsschen oder gibt es noch was zu sagen? Danke. Danke. Danke, danke. Von euch. Danke, Marie, dass du dabei warst heute, dass du dabei bist. Ich freue mich. Gerne, Schön. danke auch. Heute hat sie Drache gespielt. Wow. Ich habe gerade noch mal Drachenenergie in das Thema Besetzung für jeden individuell, also ne, in dieses Feld gegeben, auch jetzt bei denen, die zugucken, dass da mehr Licht, dass da ein paar. Ist auch was geworden. Dass da was purzelt, ankommt, angekurbelt wird, tschupp, und gehen kann. Wunderbar geworden. Also die Rückmeldung hast du ja jetzt schon gekriegt, weil so viel Resonanz im Chat hatten wir während dieser Sendereihe noch nicht. Ja. Heute war das erstmalig so. Ja, es sind Ja, aber einige. das könnt ihr auch auf euch zurückführen, was ihr vorher gemacht habt, Ja, ne? einige neue Leute, ja. Schön. Ja. Das freut mich sehr. Ja, am Anfang sind wir zu zweit, zu dritt, ne, aber wenn die sehen, oh, die machen weiter, dann muss gut sein, ne? Dann sollten wir die Sendereihe verlängern. Ja. Na, die wollten Schön. alle ein bisschen aufräumen mit dem Thema Besetzung. Das zieht unbewusst. Nein, für die Alten. Ja, danke schön. Schönen Abend. Strahle weiter, Andrea. Ja, ich danke euch. Danke dir. Und dann quatschen wir noch ein bisschen, ne? Ja. Wann denn? Nimm du die Initiative. Okay. Jeet muss jetzt essen. Ja, nein, Ich jetzt auch. nicht. Jetzt. Ja, heute nicht mehr. Nein, 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 Heute. nein. Jetzt sag mal, Tag ist vorbei. Tschüss. Ja, ciao. Ciao. Meld mich.